Was fummelst du denn hier mal rum an der Kamera? Einer muss es ja bedienen, das Equipment. Was ist das für ein Equipment? Ich bin hier der Techniker. So, denkst ich hab mal zurechtgestutzt hier, mein Lieber. Wenn wir C haben, kannst du dir alles erlauben, oder was? Wozu hast du denn das jetzt aufgeschrieben? Ein bisschen brauchst du nicht aufschreiben. Kannst du dich mehr merken? Bist du zu alt, oder wie? Was ich übrigens noch nie gemacht habe. Hallo, Walk Heide, hallo Welt. Das ist der Lutz, ich bin der Matze. Ja, das ging schnell, war jetzt gar nicht gedacht. Überfahren. Wo hast du das jetzt her? Hast du das aufgeschrieben. Hast du das aufgeschrieben? Ich mache heute mal einen Gruß der Woche, habe ich noch nie gemacht. Hallo, liebe Eltern, schönen Gruß ins Breisgau. Bei uns... Es ist wolkig, bei euch scheint wieder mal die Sonne und ihr habt wieder 5 Grad mehr als wir. Breisgau? Gemeinheit, Kaiserstuhl, da wo es den Wein gibt. Hm? Ist das im Westen? Im tiefsten. Im tiefsten Westen? Oder ist das Norden? Südwesten. Oder Süden? Südwesten. Südwesten ist das, okay. Das kratzt an Frankreich. Schönen Gruß auch von mir. Liebe Eltern von Matze. Gucken die das? Ja? Regelmäßig. Okay. Ich glaube, es sind die entferntesten Gucker. So, in Deutschland. So, Matze, wir dürfen das Wort nicht aussprechen. Ja, ich habe kein Bier heute, deswegen. Das C. C sprechen wir nicht aus. Nee. Und es gibt auch wegen C bedingt auch keine. Die Idee war gar nicht schlecht, die wurde auch befürwortet, aber wir kriegen eine Brockheider Einheitsmeile hier nicht hin, weil mit, so wie heute die nächsten Beschränkungen kommen, wird sich hier wahrscheinlich überhaupt keiner mehr treffen können. Klingt für mich alles wie Hausarrest langsam. Ja? Ich kriege auch langsam hier irgendwie. Ein Koller. Flöhe. Ich krieg auch ein Zuhause-Koller. Lagerkoller. Ich geh mal wegrennen, jetzt ganz viel wegrennen gehe ich immer. Ich arbeite schon 149 Tage im Homeoffice. Irgendwann. Ich versuche mich immer selbst einzukriegen, wenn ich unterwegs bin. Das schaffst du nicht. Nee, da ist immer einer hinter mir her. Du weißt ja nicht Lucky Luke, der ist schneller als dein Schatten. Nicht lange genug, 16 Kilometer ist schon lange. Du bist nicht Lucky Luke, habe ich gesagt. Ach, Lucky Luke. Der ist schneller als sein Schatten, das schaffst du nicht. Okay. Jo, 77,57 ist die Indizienz. Von 110 runter auf 77. Wisst ihr, dass ich eigentlich dieses Wort Inzidenz vorher noch nie gehört habe? Du kannst nur Inkredenzien, ne? Die machst du beim Backen in Kuchen rein. Zum Beispiel. Mhm. Aber ich backe keinen Kuchen übrigens. Nee, aber Brot. Du hast jetzt aber Zeit dafür, wenn du überhaupt Lagerkoller hast. Ich mag aber gar keinen. Nein, ich esse immer noch keinen Kuchen, das hilft nicht. So, aber auch in Brück hat es jetzt zugeschlagen. Obwohl es runtergeht, geht es in Brück jetzt hoch. Aktuell 8. Aktuell 8. 5 neue Fälle. Wo kommen denn die 8 her? Da waren vorher und 11 in Quarantäne. Und ich denke mal, das wird morgen noch ein bisschen mehr werden. 11 in Quarantäne. Wieso sind denn jetzt aktuell 8? Waren das nicht vorher weniger? Na, da gab es doch, haben wir doch gelesen. Mit der einen Kita gab es ein bisschen Probleme. Und den Goldzoo glaube ich auch noch. Also es verteilt sich langsam. Ja, mehr wissen wir auch nicht. Mehr wissen wir auch nicht. Wir rennen da auch nicht hinterher. So. Mehr zu wissen. Ja, Gärtnerei Maas macht ja zu. Aber so wie ich jetzt gehört habe, kann man auch noch die letzten Weihnachtsbäume dort bestellen oder sich aussuchen, reservieren lassen. Zumindest war das vor kurzem noch so. Also wer da noch Bedarf hat. Wozu braucht man denn eigentlich Weihnachtsbäume? Die hängt man falsch rum an die Decke, bis der Hund nicht reinspringt. Weihnachten fällt nicht aus. Der Weihnachtsmann kommt doch wegen Corona nicht. Ich habe Corona gesagt. Das ist aber ganz knapp vorbei, ne? Ja, okay. Also, es gibt Weihnachtsbäume bei Firma Maas. Eisbaden ist auch nicht. Im Moment nicht, ne? Weihnachtsfeier ist auch kein Frost. Du willst jetzt Eisbaden machen? Auch nicht. Na, warte mal ab. So wie ich das weiß, du kommst ja nachher ans Wetter nochmal ran, mein Lieber. Und da kannst du kalte Zeiten vorhersagen. Kalt in Deutschland, habe ich gehört. Ja. 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 Nicht nur, dass wir Hausarrest haben, es wird auch noch kalt. Kommt jetzt Wetter? Du musst doch den ganzen Tag die Bude heizen noch. Guck mal hier, Wetterdiagramm Burgheide für die nächsten 7 Tage. Ja und? Das ist, stell mal vor, wie es in Alaska ist oder sonst wo da oben in den Kältekreisen. Da ist ja, aber da wohnen wir nicht. Minus 30, na jammert auch keiner rum. Doch. Ach, doch. Komm. Da wohnen die, aber die haben Eisbären. In Russland lassen den ganzen Winter das Auto an, damit es nicht einfriert. Müssen wir mal vorstellen. Und hier reden sie was von Klimakrise. Warum hast du denn hier eigentlich 2 solche Dinge drin? Ich habe einfach mal die 7 Tage Wettervorhersage gemacht, wo man sieht, dass es ruckzuck abwärts geht. Also könnte auch nachts schon wieder kalt werden. Hier im Wald auch garantiert unter 0 oder minus 1.
könnte schon ein bisschen frostig sein. Also früh morgens aufpassen, wer da noch auf Arbeit fahren muss. Und die 16 Tage nach dem Sprung nach unten bleibt es auch so. Und es kann auch das ein oder andere Mal dann sicher unter die 0 Grad gehen. Und Richtung Dezember wird es auch dieses Jahr wieder kälter als im November wahrscheinlich. Das ist irgendwie jedes Jahr so, ne? Gibt es Weihnachten, weiße Weihnachten? Es gibt da Schneespray, kannst du alles weiß machen. Was ist jetzt los? Du bist doch der Wetterfrosch. Ach, kannst Kinder. Du jetzt auf das weiße Weihnachten? Ich sehe keinen Winter, keinen weißen Winter. Nein, gefühlt nicht. Nein. Okay. Jetzt schon gar nicht mehr. Kannst du mich noch erkennen? Vorher war es besser. Das war's. Nein, heute hat es ein bisschen genieselt heute Morgen, ne? War ein bisschen wässrig. Und morgen wird es auch nochmal bis zu 3 Liter pro Quadratmeter regnen. Also im Rockheide ein. Guck mal, da kommen schon die Wolken. Aber die ziehen wieder vorbei. Wie immer. Die teilen sich auf vor Rockheide und eins links, eins rechts. Ja, ihr merkt schon, wir sitzen hier rum und haben nichts zu erzählen. Doch, in der Waldstraße wird gebaut, da wird Abfluss gebaut, habe ich gesehen. Abwasser. Da ist Abwasser. Die Gaststätten versuchen zu überleben, indem sie immer noch Enten und Gänse verkaufen. Das nervt mich übrigens, ja. Warum? Es gab den ganzen Lockdown. Ja. Die Kneipen sind schuld. Jetzt machst du die Kneipen zu, aber es ändert sich nichts. Wer ist schuld? Fragezeichen. Sportler. Also wenn die Kneipen. Aber die sind ja auch nicht da. Wenn die Werte so bleiben und die Kneipen sind trotzdem zu und es ändert sich trotzdem nichts, wir haben gleich viel Infektionen. Komische Theorie. Naja, mit den Theorien kann man sich eh nicht so auseinandersetzen. Da hätte ich nämlich auch noch sagen, warum dürfen eigentlich die Sportler nicht trainieren und Sport treiben und Fußball zum Beispiel? Na, weil die anderen dürfen das doch, die wo es um Kohle geht, oder? Wo es um Kohle geht, darf man, das ist richtig so. Was, hat das jetzt mit Kohle zu tun, oder? Ja. Ach so, sagt mit nichts mit Menschen. Nee. Und Gesundheit. Nee, du siehst doch, die ganzen Fußballmannschaften sterben ja der Reihe nach, fallen ja der Reihe nach aus, weil sie sich identifizieren. Darf man eigentlich so eine bösen Fragen stellen? Nee, ne? Manchmal muss man einfach Fragen stellen. Ja, ne? Ja. Ja. Ich finde es auch komisch. In der Schule sollen sie jetzt alle mit Mundschutz rumsitzen und dann nach der Schule treffen die sich alle so. Warum unsere Regierung ein halbes Jahr gepennt hat und nichts gemacht hat über den ganzen Sommer und sie, der Herbst kommt, wir schaffen das? Nee, aber ja. Das ist nie gesagt. Und ich frage mich auch immer, warum die alle in den Bus rein dürfen, alle zusammen. Aber wir wollen nicht politisch werden. Nein, ach gar nicht, nein. Tschüss. Das war hier die Sendung heute mit Lutze und Matze und ja. Tschüss. Tschüss, reicht für heute. Ciao.